Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von euren Kaufleuten errichtet. Gut. Und ich kann immer noch nicht zählen. Das ist auch schön. Hier vier neue und nur einen neuen hier. Als nächstes erobere ich dann das Kloster der Wissenschaft. Befestigung ausgebaut. Oh, sehr schön, wir haben hier eine Befestigung. Können wir die auch gleich mal ganz ausbauen, das hilft auch. Eure Geistlichen haben eine Technologie. Die als nächstes. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Yay. Ich brauche dann nochmal 4-2. Ja, ganz ehrlich, bei dem, was wir am Wurst produzieren. Kann ich noch Metzger anheuern? Und wir wollten ja hier eh eine Großzucht machen. Also erstmal hier. Mehr Weizen. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Und hier Schrein, Schrein. Und Pferd. Wasser. Ja, Nahrung fehlt hauptsächlich. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Wollen wir uns erstmal ein bisschen Gold. Und dann holen wir uns ein paar Steine. Wobei, wir haben Steine, mehr als genug gerade.
Ich glaube, die Mission war... Oh Gott. Ja, das sieht böse aus. Und auf der anderen Seite sieht es auch nicht gerade schön aus. Oh, Baldo, ist das Baldoros oder Kondradin jetzt? Das ist Kondradin marschiert, aber Handel ist mir eh nicht so wichtig. Nur um an Gold zu kommen und an Steine, jetzt in dieser Mission auch. Forschung ist mir das Wichtigste eigentlich immer und dann kommt Militär. Ist das hier mein einziger Turm? Der deckt alle Richtungen ab. Das ist auch, auch mal lustig zu sehen. Was haben eigentlich so die Dinger für Aufgaben für mich? Außer den Rattenhausen im Alpha-System der Universität auch noch die Kultisten, die sich gerne als Wissenschaftsrebellen verstanden sehen. Die Universität von Kristallien hat die okkulten Wissenschaften schon vor langer Zeit anerkannt und sie sogar in ihr Zugum aufgenommen. Das hat die Okkultisten allerdings nicht davon abgehalten, sich als eine Art Wissenschaftsrebellen zu gerieren und in die Kanalisation der Universität umzuziehen. Gewiss sind sie ein wenig verrückt, doch ihre okkulten Technologien beherrschen sie. Schickt ihnen Nahrung und Lektüre, werden sie euch gerne ihre Erkenntnisse präsentieren. Warum nicht? Ganz ehrlich. Schickt das gleich mal los. Unwetter für großen Schaden. Und hier... Rüstung und Nahrung für eine Armee, die angreift. Das ist nur die Universität. Schert euch fort, junge Dame. Niemand ist es erlaubt, sich die königlichen Schatzkammer zu nehmen. Seid denn, es ist ein Geldtransport oder einer der Doppelkönige. Und an dem Schatz solltet ihr nicht im Traum denken. Eine Frau wie ihr könnt meine Wachen niemals überrumpeln. Okay, starke Armee. Hände waschen. Dann die Befestigungen verbessern. Sollten wir auch noch. Und hier mal... Euer Gebäude wurde ausgebaut. Du bist ja noch gar nicht ausgebaut. Oh, bessere Verpflegung und nach Bedarf. Bei den beiden mit ihren Kirchen aus. Also entweder dauert es ziemlich lang, bis sie sich entschließen, die auszubauen. Nahrung und Bücher. Für ein paar okkulte Forschungen. Damit kann ich. Das finde ich gut.
Und mein Gold wird schwinden, weil ich hier immer noch... das Gold nicht mehr abbaue. Jetzt sollte wieder Gold abgebaut werden. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. So, jetzt habe ich wieder Wohnraum. Die Forschung brauche ich auf jeden Fall noch. Ich will damit meine Nahkämpfer stärker werden. Gut, die könnte ich auch noch gebrauchen. Ja, ein Buch fehlt mir noch. Da kommt das letzte Buch. Gebäudeausbau fertig. Weil darauf bin ich jetzt gerade noch neugierig. Befestigungsausbau beendet. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Was ich kriege. Wenn ich das Zeug abliefer. Ja, ja, ein Pferd wird gezüchtet. Okay. Eps. Also ich merke, auf der Hauptstraße sollte ich gucken, dass ich mal alle Lager ausbaue. So, da kommt die Nahrung. Glückwunsch. Das Haupt der Okisten lässt wissen, dass eure Geschenke wohl und aufgenommen wurden. Was ich mit den Büchern anfangen wollte, weiß ich nicht. Aber eure Nahrungspakete sind sicher eine willkommene Abwechslung zu dem üblichen Kanalrad. Zu Zeichen ihrer Dankbarkeit gewähren sie euch die Technologien unwiderstehliche Überredung und Pakt mit dem Teufel. Geheime Verführung, also das hier. Ja. Münzen für Soldaten, die würden sie jenseits befördern, sehr schön. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Der Ausbau fertiggestellt. Ich werde auf jeden Fall noch eine dritte Armee brauchen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Nehmen wir am Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Aber wir werden jetzt auch mal speichern. Unser Let's Play. Speichern. Ja. Und da gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.